Ich hab's aufgeklärt. Ich hab doch gesagt, er hat was geknackt. Was hat der hier gemacht? Moin. So, wir stehen hier im Geschäft. Hammergeiles Wetter. Und heute möchten wir, da kommt die Post. Moin, danke. Ja, tschüss. So, wir fahren heute ans Wasser. Ich halte das nicht aus, bei dem Wetter nicht zu angeln. Die Idee war eigentlich nur, Posen zu zeigen. Aber ich werde nebenbei, glaube ich, auch ein paar Angeln auslegen. Wie genau, weiß ich noch nicht. Aber pass auf, guckt euch mal hier an. Das ist ja ein echtes Thema. Posen, ne? Posen, Posen, Posen. Überall Posen. Also, ja, das sind viele und viele unterschiedliche. So, und da taucht immer die Frage auf, dann höre ich hier Forellenteich, die Pose, die treibt zu schnell. Wer ist eigentlich gut, wenn die treibt, ne? Weil Forellen wollen Bewegung. Wenn man einen Karpfen fangen will, einen kleinen Aal, dann ist es schon gut, wenn der Köder am Punkt liegt. Weil Würmer können da unten nicht schwimmen, das wissen die auch. Maden auch nicht und Maiskorn sowieso nicht. Und da kommt es dann drauf an, Stillwasser, Fließwasser, monophile Schnur, geflochtene Schnur und so weiter, die richtige Pose daran zu hängen. Und wenn man das macht, ist die Chance halt echt besser, einen Fisch zu fangen. So, und ich werde heute nicht jede Pose erklären können. Ein paar Sachen haben wir ja auch schon mal gemacht, beim Stippen und so, Strömung und Stillwasser. Aber ich werde mal versuchen, da so ein bisschen auf den Punkt zu kommen. Und ich glaube, das wird ein Hammerjob heute. Und nebenbei, wie gesagt, müssen die Angeln ins Wasser. Und ich glaube, ich habe auch so langsam eine Idee. Ich möchte so eine Schlei fangen oder einen großen Brassen. Oder ach, und wenn Barsch war, freue ich mich auch. Das Ding wollen wir starten. Ich habe hier Posen. Ja, ich brauche jetzt nicht nochmal dabei, weil, naja, Posen, ne? Posen sind schon... Liebe ja Posen. Ich mag das leiden, wenn da an der Oberfläche was passiert, wenn ich da rauf gucken kann. Gut, und dann lass mal ans Wasser, Olli. Ich habe einen Kaffee im Auto und bevor mir die Würmer tot gehen, weil das ist ganz schön warm, müssen die in Schatten. Das ist auch ein Argument, oder? Das ist ein Argument. Gut, ja, guck mal hier, das läuft hier, Hütte voll. Ja, neue Kraft hier, Katharina ist jetzt im Boot. Das wird ein guter Tag. Das wird gleich noch Poloshirt-Wetter. So, jetzt sind wir hier an dem Wasser, an dem ich angeln wollte. Das Wasser der Ramme. Und hier hängen Jacken. Hier steht ein Rolli. Hier ist irgendwie kein Mensch zu sehen. Hallo? Ist hier irgendwo jemand? Was willst du damit anfangen? Hier Rolli. Günstig war, 30 Euro. Tasche, ich will jetzt hier auch nichts durchwühlen. Tic-Tac liegt da noch. Was macht man in so einem Fall? Polizei anrufen, oder? Ja, vielleicht, ne? Ja, ich weiß nicht, wie ich mich anders verhalten soll. Vielleicht soll ich noch mal einen Steg weiter gucken, ob da jemand ist. Aber hätte mich auch gehört. Oh, Mann, du, da kann ja auch mal ein Tag nochmal laufen, oder? Immer ist was. Irgendwas ist immer. Gibt hier irgendwo jemand im Schlafsack vielleicht und pennt oder so? Ich habe auch auf den anderen Stegen noch mal geguckt. Hier sind ja nur 5 Stege und kein Mensch da. Moin, Notfallort weiß ich nicht genau. Jörg Ubens hier am Telefon. Ich bin hier an einem Gewässer hier in Rödemes, Husum. Und hier stehen, hier hängen Jacken, hier steht ein Rolli, Tasche. Und ich habe hier alles abgesucht. Hier ist kein Mensch. Und hier so am Wasser auf dem Steg, das beunruhigt mich und ich habe gedacht, das hier ist die beste Lösung. Ja, genau. Also wir warten hier und alles klar. Ich bedanke mich. Gut, tschüss. So, die Polizei kommt jetzt. Und irgendwie mein Tag ist schon gelaufen. Sag mal, das ist irgendwie nicht so gut. Für mich sieht das nicht gut aus. Super. So, meinen Kaffee, den habe ich mir vor einer halben Stunde gekauft. Der ist jetzt bestimmt auch schön warm. Da
den hole ich mir jetzt erstmal. Und ich warte dann mal da unten, glaube ich. Ich will hier auch nicht weiter hier so. Das ist ja auch eine Landkarte, Fahrplan, Fähre. Und ich schätze mal, wenn hier nicht gleich irgendjemand kommt, dem das gehört, werden wir hier eh nicht angeln können, weil dann wird es hier einen Tauchereinsatz geben. Und da gehe ich ganz stark von aus. Ich wollte nur die Verantwortung an euch weitergeben, weil ich hätte da nicht, ja, heute nicht mehr mit umgehen können. Nein, ich hätte da den ganzen Tag drüber nachgedacht. Ja, genau, genau. Man quält sich mit dem Gedanken, dann hätte ja man doch, ne? Mhm. Nee, genau richtig so. Ja, genau richtig. Ich hab's aufgeklärt. Ich hab doch gesagt, er hat was geknackt. Was hat der hier gemacht? So, ich hab hier zweimal was knacken gehört und ich bin hier längs gelaufen, hab gerufen und so. Ich wusste gar nicht, dass man da reinkommt, weil hier der Graben läuft. Und die wussten auch nicht, jetzt nicht genau, ja, wie machen wir weiter. Und ich habe gesagt, lass uns hier nochmal gucken. Da, hier so ein Indianerohr, ne? Das waren Geräusche, die hier nicht hier gehörten. Ja, und hier war jemand im Gebüsch. Jetzt will ich mal gucken, was der da gemacht hat. Weil da auch noch ein Vereinsgewässer. Ich bin so sauer. 1,5 Stunden weggedaddelt hier. Der hat hier irgendwie versucht, den Ablauf vom See dicht zu machen. Das ist auch gerade alles da aufgeschichtet worden. Fällt einem nichts zu ein. Ja, das blickt, glaube ich, keiner. Die Polizei fühlt auch ziemlich ratlos hervor. Der tickt voll ab. Das ist irgendwie sehr undurchsichtig. Ich glaube, die checken jetzt, wer das ist. Und ich werde gleich mal sehen, ob ich noch was unterschreiben soll oder so. Oder ob wir angeln gehen können. Ich glaube, wir können gleich angeln gehen. Muss ich auch. So. Also die Cops sind wieder weg. Mann, hatten die eine Ruhe. Ich hatte die nicht mehr. Und jetzt versuche ich mich erstmal einzufangen. Und Angeln kann ja Entspannung sein, ne? So, ich glaube, alle Cops sollten Angler werden. Weil zum Runterfahren nachher. Ich markiere hier mal, weil ich habe hier schon nebenbei ein bisschen rumgeworfen. Und mir die Kante gesucht da draußen. Ein flacher Bereich und ich will an diese Kante ran in der Hoffnung, ach, dass er eine Schlei beißt. Eine Schlei hätte ich jetzt Bock drauf, aber ach, Hauptsache da beißt jetzt was. Weil ich will ja gleich Pulsen erklären, aber erstmal brauche ich eine Angel im Wasser. Und uns sind echt 2 Stunden Zeit weggelaufen durch diese Geschichte da. Aber gut. Ich hätte sonst keine Ruhe gehabt. Ich hätte immer nur überlegt, was ist da passiert? Liegt da einer am Bach? Das geht ja gar nicht. Das muss ja laufen. So, glaube ich, angeln. Da mache ich mal irgendwie einen Wurm oder so drauf. Der Haken, den ich hier drauf habe, der ist viel zu groß. Beziehungsweise, da ist ein viel zu dickes Vorfach dran. Ich weiß gar nicht, was ich damit ausfressen wollte. Mache hier mal so einen 8er Haken drauf. Ich muss jetzt erstmal irgendwie... Da muss irgendwas ins Wasser und danach geht das Ding dann weiter. So, hier so ganz spartanisch nehmen wir hier noch ein paar Morden mitgenommen. Ne? Da zirkel ich mal 7-8 Stück drauf. So, ich glaube ein bisschen flacher kann ich jetzt stellen, damit er auf Kipp geht. Büschel, geht das? Geht noch, Olli? Und ich habe dann gleich noch einmal umsonst laufen. Ne? Oder extra laufen auf dem Zettel. Weil ich habe eine Rute vergessen, die ich jetzt gleich brauche. Boah, ist das nicht perfekt, Olli? Es ist perfekt gelotet. So, das ist ja so. Peitsche im Wasser. Trotz Pose lege ich die Schnur ins Gummi, wenn dann Fisch losgeht.
damit wir dann auch eine Chance haben, den zu fangen. So, und jetzt mache ich eine kleine Pause. Ich glaube, mit vielen Bissen brauchen wir hier nicht rechnen. Aber egal, Angel im Wasser beruhigt. So, mit so geht's weiter, ne Olli? So ist es. So, hier mache ich mal die Schnur in Gummi. Das hält, hier ist ja kein Druck drauf. Ich habe mir noch ein paar Sachen aus dem Auto geholt, hier auch das Rodpod, weil doch so ein bisschen Seitenwind. Ich habe Geflechtschnur drauf, wäre eine Mono jetzt vielleicht besser, aber hier steht auch Kraut am Grund. Das ist dann, ach, was mache ich richtig an Leine? Ich habe da jetzt auf jeden Fall Geflechtschnur drauf. Und Olli hat mich gefragt, ob ich wieder da bin. Ich bin da, klar, ich bin immer da. Aber eben war ich schon ein bisschen voll genervt. So, Perfektion. Guck mal, Olli, deinen Stuhl stelle ich immer dahin. Dankeschön. Auf der Kiste werde ich gleich arbeiten. Und das Thema war ja hier Pose. Aber ohne einen freien Tag und nur Posen erklären, das halte ich nicht aus. Ich muss eine Angel im Wasser haben. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Das könnt ihr verstehen, das weiß ich. Und ich angel hier, das ist der einzige Punkt, wo es flacher ist. Da war ich so 1,50 Meter da draußen ungefähr und habe jetzt die Angeln genau an die Kante gelegt. Dahinter fällt das dann ab auf 6 Meter Wasser oder so. Und werde bestimmt auch noch mal eine Angel über die Kante legen. Die habe ich auf Grund rausgewienert da in die Ecke rein mit dem dicken Tauwurm. Ne? Joker. So, dann mache ich noch mal eine ganz kurze Pause und dann gucken wir uns mal die Posen nochmal an. Ne? Das haben wir posenmäßig bisher so gemacht. Ich glaube, das Wichtigste ist ja eigentlich Pose, ja, das habe ich vorhin, glaube ich, im Geschäft auch schon mal so gesagt, Fließwasser, also Strömung, Stillwasser, gibt es halt schon Unterschiede. Angeln übers Kraut, Angeln mit ja, mit dem Köderfisch zum Beispiel, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn man die Pose einfach so durch die Gegend treiben lässt. Ob man die Schwimmer auflegt, beziehungsweise das Blei auflegt. Und ich glaube, ich werde mal versuchen, so, das machen wir jetzt mal nach, da jetzt mal einen Einstieg hinzukriegen. So, ich mache jetzt mal hier so ein paar Stippposen. Die habe ich ein paar eingepackt. Oh, da stehen noch Preisschilder drauf, tut mir leid, die wollte ich jetzt aber nicht abnehmen. Ich habe die Posen alle in meinem Bestand, aber ich habe die von einfach mal so ausgeliehen im Geschäft, damit wir da was machen können. Oh, Posen sind noch da, ja. Da muss ich natürlich immer mal hingucken jetzt. Ne? Mache ich das mal bei den Stippposen. Da haben wir in den Filmen aber auch schon erklärt, wie das gebleit wird. Ne? Aber stehendes Wasser. Und es gibt immer Ausnahmen. Ich angel mit dieser Pose auch mal im ganz leichten Strom. Wenn ich dann verkürzt angel, dann kann ich das ja viel besser führen. Aber Grund, es geht jetzt um das Grundsätzliche. So, das ist eine Stillwasserpose. Die wird bis da ausgebleit. Das kann man sich auch vorstellen von der ganzen Form her. Wenn die Strömung dagegen läuft, ist es nicht so top. Und stehendes Wasser, die bleit man dann fein aus. Und dann guckt die Antenne halt raus. Wenn wir jetzt in der Strömung angeln, nee, mach mal weiter. Das ist auch noch eine Stillwasserpose, so eine Tropfenform nach unten. Die kann man auch schön bleien. Die kann man aber auch schon so von der Form her im leichten Fließwasser angeln, weil die hier einen Schwerpunkt hat. Und wenn die Strömung jetzt in diese Richtung geht, kann man die ein bisschen halten und da, die Pose kommt nicht ganz aus dem Wasser. So. Deshalb sind hier auch so diese Markierungen so ein bisschen drauf. Das macht schon Sinn, damit, wenn man die jetzt so hält in der Strömung und da kommt ein feiner Biss, erkennt man das auch, ja, halt durch diese farbliche Abstufung. So, eine typische Strömungspose kann man auch noch im Stillwasser angeln, aber Schwerpunkt weit unten kann man gut in der Strömung angeln.
die Antenne, also die Führung ist auch weiter oben angebracht. Ja, machbar für Strömung. So eine richtige Strompose haben wir jetzt hier. Tropfenform ist Strompose. Hier unten viel Schwerpunkt, bauchig, eine kurze Antenne. Und wenn man die dann so in der Strömung festhält, wie gesagt, unsere Stromrichtung ist jetzt immer da, weil ich kann das gleich mit recht besser zeigen. Und Artikelnummer 5414003. So, die könnt ihr gut in der Strömung angeln. Und wie gesagt, ich habe so viel gestippt, ne? Früher. Da gibt es dann riesen Unterschiede nachher. Aber wenn wir da bei jedem Teil jetzt in die Feinheit gehen wollen, werden wir Posen heute nicht erklären können. Dafür brauchen wir Jahre. Also deshalb gehe ich da jetzt auch gar nicht weiter drauf ein, weil man könnte dann hier über Stahl nachdenken, weil steht natürlich stabiler, kommt nicht so leicht hoch, weil da auch noch Gewicht drin ist. Bla bla bla. Die Antenne ohne Tragkraft, auch aus Stahl, bis da gebleit, ist natürlich, wenn der Fisch dann zieht, gar kein Widerstand mehr da. Aber diese Form, Tropfenform, geht gut für die Strömung. So, diese Posen haben wir im Film auch schon montiert. Da habe ich das gezeigt, da müsst ihr mal durchgucken. Weil allein um diese Dinge aufzubauen, würden wir jetzt einen halben Tag brauchen für die Erklärung. Haben wir schon gemacht. So, mal gucken, ob da die Posen sich irgendwie bewegen, aber bewegt sich nichts. Vielleicht liegen die im zu flachen Wasser. So, die packe ich jetzt schon mal beiseite. So, jetzt kommen wir hier mal zu so einer, ja, das ist so Wacklerform. Die haben jetzt ja, ich sag mal, unterschiedliche Antennen. Das ist das eine Ding. Aber die haben auch eine ganz unterschiedliche Form. Guck mal, die laufen oben schlank zu. Dafür eine Antenne mit Auftrieb. Über die reden wir jetzt aber noch gar nicht. Und das ist eine Form, die hier oben dicker wird. Die sind auch vorgebleit, das denken wir uns mal weg, aber nur so ganz leicht vorgebleit. Posen, die unten so ein ganz leichtes Gewicht haben, ein ganz leichtes, haben den Vorteil, wenn man auswirft, wird für im Normalfall die Pose dann nach oben und verschiebt auch gern mal den Stopper. Wenn die hier so ein bisschen Gewicht drin haben, rutschen die im Wurf nicht so und verschieben euch halt nicht den Stopper. Das kann von Vorteil sein. So, Stillwasser, diese Form, die nach oben schlank wird, ist immer gut. In der Strömung passiert da Folgendes. Jetzt nehmen wir mal das Ding hier. Läuft oben schlank zu, eine ganz dünne Antenne. Die Antenne ist aber, ich sag mal, klasse. Mit der haben wir auch am Forellensee geangelt. Feine Bissanzeige und diese Antenne ist hohl. Das heißt, man hat in der Antenne noch Tragkraft, weil da Luft drin ist. Die kann man schöner bleien. Aber diese Pose jetzt in der Strömung geangelt, das Blei am Grund aufgelegt, passiert Folgendes. Also das war ja unsere Strömungsrichtung, ne? Das heißt, das Blei blockiert unten. Hier oben ist kaum Tragkraft, oben schlank. Und die Pose säuft euch dann immer ab. Durch diesen Druck der Strömung. Und deshalb ist diese Pose, und wir haben hier am Forellensee in Aaron wie Öl ja einen Film gemacht, da habe ich auch die Montage zu dieser Pose erklärt. Das geht richtig gut im stehenden Wasser mit monofiler Schnur. Kann man die Schnur ein bisschen unterziehen, kein Druck drauf, dann kann man die so richtig schön fein bleien und hat eine richtig gute Bisserkennung. In der Strömung klappt das nicht so gut. Wenn ihr jetzt diese Pose in der Strömung angelt und das Blei auflegt, dann habt ihr den Schwerpunkt, also den Druckpunkt hier oben. In der Antenne ist viel Luft. Und in der Strömung ist mein Tipp,
mach da mal ein Gramm Blei weniger dran. Dann passiert Folgendes, das heißt, wenn sich zu viel Druck aufbaut, dann rutscht das Blei unten ein Stück weiter, weil die Puse macht das Blei los, dann säuft sie nicht immer ab. Und da muss man dann natürlich gucken, je nach Strömung, wie groß man die Puse angeln muss. Aber oben ein Druckpunkt geht dann besser. Oben schlank geht immer unter. Könnt ihr auf jeden Fall oben sehen. So, und das setze ich so auch fort in Posen. Ja, ich muss da immer mal ein bisschen hingucken. Ich habe die voll auf Kipp gelegt da. Und ja, und wenn die sich hinstellen und wenn die Schnur aus dem Gummi läuft, dann ist das auch ein ordentlicher Biss. So, diese Geschichte setzt sich so bei Posen fort. So, die habe ich irgendwie zweimal eingepackt. Posen sind eine Wissenschaft für sich. Ich habe früher ja ganz viel Posen gebaut. Sowas in der Art. Sowas konnten wir früher nicht kaufen. Die habe ich dann gebaut, da habe ich auch viele Patzer erlebt, weil ich dann den falschen Lack benutzt habe. Und so. Ja, hier, das ist so wieder ein ganz gutes Beispiel. Ich versuche das jetzt mal so weiterzuarbeiten, damit wir so in diese Posenform reinkommen. Das sind jetzt Feststellposen. Und das ist auch nicht selbstverständlich, dass man natürlich ganz schön dickes Tau jetzt hier, aber Feststellposen werden gefischt, indem man die Schnur oben durchs Öhr zieht. Diese beiden Gumminupsel hier, die zieht man ab, die ziehen wir auf die Schnur und es müssen zwei sein. Ja, und die werden jetzt hier auf dem Posenkiel hier, die werden die wieder raufgeschoben, das passt sogar. Einer oben, einer unten. Damit es hier eine saubere Führung gibt, wenn man nur einen Gummiring drauf hat, muss man mal überlegen, wie man sowas nennt, aber Gummiring ist richtig, ne? Dann hat man hier keine ordentliche Führung, kann man sehen. Da ist ein bisschen Luft drin, deshalb zwei, immer zwei drauf, einen hochschieben. Posenform, also auch eher Stillwasser, ist oben läuft sehr gleichmäßig zu. Hier gibt es den Vorteil, da kann man dann noch ein Knicklicht reinsetzen. Guck mal, die kann man rausnehmen. Und so zum Aalangeln und so in flachen Gewässern liebe ich diese Posen. Also richtig alle tüdelfrei. Warum soll man da mit dem Stopper arbeiten? Man kann sich das auch einfach machen. Ne? Das geht richtig klasse. In der Strömung hat man hier wieder diesen Effekt, da ist oben nicht viel was losmacht. So, und ich hau hier schon mal ein Blei drauf. Oh, still ruht der See, also bissmäßig ist es schlecht bisher. So, jetzt steht auf der Pose hier 4 Gramm. Da liegt man immer hier, das geht mit diesen Sortimenten ganz gut hier. Da muss ich mal wieder vorne anfangen. So, 1, 2, 3, 4. Vielleicht passt genau 4 Gramm. Häufig klappt das. Aber dann müsst ihr auch noch den Wirbel berechnen. So, die Bleie haben ein Gummi-Inlet, beschädigen nicht die Schnur. Das ist schon ganz gut. So, den Wirbel knote ich jetzt mal nicht an. So, wenn ihr jetzt das Blei auf den Grund legt, so halb auflegt, dann guckt die Pose so weit raus, dann wisst ihr, ihr seid unten. So, und habt den Vorteil, wenn das Blei so aufliegt, die Pose so, ja, dann so weit rausguckt irgendwie. Wenn der Fisch damit losschwimmt beim Biss, hat der Fisch gar nicht so viel Widerstand, weil sobald er losschwimmt, hebt er das Blei leicht dabei an und hat gar nicht diesen Hammerdruck der Pose an der Oberfläche. Da kann man das sehr gut angeln. Und das ist, wie gesagt, einfache Montage, Blei, Wirbel. Und dann ist nur wichtig, dass Pose und ein Vorfachhaken, der Vorfachhaken, also der Haken darf die Pose nicht berühren, sonst gibt das Tüdel und müsst ihr das Vorfach mal ein bisschen einkürzen. So,
Stillwasser, ganz leichte Strömung, gleichmäßige Strömung kann man das machen. Aber in der Strömung ist die Form dann wieder besser. So, und die ist, da steht jetzt 8 Gramm drauf. Und wenn da ein bisschen mehr Druck drauf ist, würde ich dann mal versuchen, so mit 6, 7 Gramm zu bebleien. Dann ist hier oben wieder viel Druckpunkt. Hier kann man natürlich auch wieder wechseln auf Knicklicht. Und wenn das Blei so am Grund liegt, wird das dann halt mal ein kleines Stück bewegt und bleibt dann häufig auch wieder liegen und kann den Köder bzw. die Pose ganz gut kontrollieren. Und die Bisse sind dann eindeutig zu erkennen, wenn die da reinhoppeln. So, und da sind diese Knicklichter hier, die sind schon ganz cool. Oh, hoffentlich sind die noch im Programm, ich weiß das gar nicht. Ich zeige hier manchmal Sachen. Guck mal hier, das sind dann so Knicklichter mit so einem Knubbel oben. Und die passen da genau rein. Und nee, das will ich jetzt nicht anmachen, das ist noch zu hell, das wäre schade drum, ne? Wäre Verschwendung. Super coole Aalpose. Ja, in Bereichen, wo man ohne Stopper angeln kann. Ne? Und auch für die Stellfischrute. Es gibt ja auch so Stellfischrute auf Aal und so. Das geht ja auch fantastisch. Kann man diese Formen und diese Feststellposen auch super gut benutzen. So, also die Form leuchtet wieder ein. Ne? Strömung oben dicker, Stillwasser oben dünner. Ich stehe auf Posen. Wenn das machbar ist. Es gibt immer Bedingungen, das ist dann schwierig mit der Pose zu angeln. Da muss man die Dinger mal auf Grund rausledern. Aber ich glaube, das haben wir häufig genug gezeigt. So. Hier finden wir jetzt auch wieder so verschiedene Formen. Obwohl das jetzt halt natürlich ein ganz schöner Brummer an Pose. Aber also wir angeln hier so in den flachen Gewässern ja auch viel mit Posen, so nur 2-3 Gramm Tragkraft. Die habe ich jetzt leichter nicht mitgenommen, die gibt es aber auch in klein. Typische Pose, Stillwasser, wird unten befestigt. Da hänge ich einen Wirbel ein. Und durch den Wirbel kommt nun meine Schnur. Da habe ich den Vorteil, ich kann ganz schnell die Posen wechseln nach Bedingungen. Es gibt ja auch Gewässer, da steht das Wasser mal. Dann geht da eine Schleuse auf, dann eine Strömung. Das ist so eine Allround-Form. Da kann man schon ganz schön viel mitmachen. Die ist dann auch wieder Knicklicht geeignet. So. Jetzt greife ich da mal hin. Hier hat man wieder diese ganz andere Posenform. Ne? Nach oben dicker, kann man schöner auflegen. Die hat jetzt auch noch eine, ich wollte gerade ein anderes Wort sagen, also eine schöne Antenne. Hat wieder diesen Effekt, dass sie sich besser losmacht. Wie gesagt, stellt euch die auch in kleiner vor, ne? Nicht nur in groß. Da kann man auch wieder ein Knicklicht reinpacken. Und der Vorteil ist halt immer, das habe ich eben gezeigt, ne? Mit dem Blei, wenn man ausgelotet hat, sagt, so weit ist sie nun hier unten, dann wird das Blei auf Grund gelegt. Der Proppen guckt dann ein bisschen raus, das Blei liegt da unten auf. Manuelta, hier war schon ein Haufen Unordnung auf dem Tisch. Und wenn der Fisch beißt, wird das Blei dadurch meistens gelöst und dadurch kann man die Bisse fantastisch erkennen und die Fische haben gar nicht so viel Widerstand. So, das sind so die typischen Aalposen. Die ist natürlich auch klasse zum Zanderangeln. Aber da gibt es eine Form, die ich dann lieber mag. So, Aalposen, auch geiler Karpfenproppen auf Distanz. So, Form. Jetzt mal ganz anders, wieder Posen, die knicklig geeignet sind. Und das sind Durchläufer. Oh, hier, Ringreuten, aber hat geklappt. Läuft als Inführung durch die Pose, habt ihr einen Vorteil. In der Strömung. Bei dieser Pose ist die Schnur, die säuft euch hier ab. Weil Pose ist schwer und die Schnur ist, läuft halt hier unten. Ich kann das auch noch mal zeigen. Mach ich auch mal. Ich will da jetzt durch. Ich will das so schaffen. So,
Strömung, wenn da jetzt Strömung drauf ist, die Pose ist ausgebleit, ihr habt die Angel ausgeworfen und die Schnur säuft euch dann ab. Und dadurch kommt dann halt ein Hammerstromdruck auf die Pose und die rutscht euch immer weg, beziehungsweise die geht euch, die Pose säuft immer ab, weil die Schnur unter Wasser halt einen Hammerdruck aufbaut. Wenn ihr die Schnur mit Durchläufer nehmt, also komplette Durchläufer, nenne ich mal Inliner her, und habt die Angel draußen, dann ist die Schnur oben. Dann kann man die Rute ein bisschen clever hochstellen, die Schnur ein bisschen abheben. Und so Beispiel ist, wenn wir jetzt so ein Blei, ja, ich sag mal, hier, richtig gute Stromgeschwindigkeit, wenn wir nur das Blei reinwerfen würden, das bleibt liegen. Das Blei liegt da und bewegt sich nicht. Das Problem ist die Angelschnur und die Pose. Ne? Da kommt dann ein Schnurbauch rein und das Ganze fängt an zu rutschen. So, und das heißt, wie beim Fiederfischen oder so, in starker Strömung, werden die Ruten hochgestellt, beim Aalangeln, starke Strömung, hochgestellt, viel Druck von der Schnur nehmen, kann man leichter angeln. Deshalb ist diese Schnurführung, also dieser Inliner, gut. Und ich angel dann auch gern diese Posen mit Geflechtschnur. Weil monophile Schnur geht ja leicht unter. Ihr könnt die fetten, hier ein bisschen Margarine geht auf dem Lappen durchziehen oder Silikonspray. Aber Geflechtschnur bleibt halt besser oben. Und wenn wir dann hier so Kraut haben und die Angel übers Kraut fischen, dann liegt die Geflechtschnur halt oben auf. Das geht gut. Die monophile Schnur neigt ja immer unterzugehen und dann sammelt man den ganzen Krams mit ein. Das ist natürlich ein ganz schöner Prügel hier. Gibt es aber auch kleiner. Habe ich die noch kleiner dabei? Nee, habe ich nicht. Macht aber auch nichts. Man kann sich das ja auch in klein vorstellen. Die Formen gehen beide. Das sind für mich so, ja, das ist für mich so die Aalpose. Das geht gut. Und das ist für mich so eine Pose hier zum Hechtangeln mit Köderfisch etc., die man dann auch mal im Freiwasser treiben lassen kann, Schnurbogen, dann kommt das Ganze gut in Bewegung und dann fängt man auch einen Fisch. So, und ich glaube, jetzt muss ich gleich mal eine kleine Pause machen, weil das ist hier ganz schön, nicht, dass ich hier in Tüdel komme. So, die lege ich mal dahin, Durchläufer, und das waren die beiden mit Befestigung unten. So, Olli, kleine Pause. Gerne. Und hier liegt er auch so schön. Nee, nicht mal angedrückter Köder. Und das hier ist natürlich dann auch suboptimal, ne? Weil ich da gebaut habe. Aber vielleicht ist es ja auch gerade beim Randrehen passiert. So, schlänze ich mal wieder hier unter die Kante. Es war eine Freilaufrolle, aber Schnur im Gummi bedeutet wenig Widerstand. Klemme ich dann nur so ganz eben ein. Da ist ja kein Druck drauf. Das hier macht jetzt nichts, wenn da einer beißt. Kann er das denn da rausziehen? Na, wer springt da denn rum? Voll im Gebüsch, ey. Mann, jetzt könnte man schon wieder fast einen Pullover brauchen. Mann, sieht das hier aus, Olli. Aber irgendwie, das sieht auch schick aus, ne? So, was gibt es denn noch so an Besonderheiten? Posen, ja. Die haben dann zwei Ösen, hier oben eine, unten eine. wo ist der Vorteil? Weiß ich auch nicht genau. Kann man auf jeden Fall gut angeln. Ich ziehe die hier mal durch. Ich treffe nicht.
wieder so ein Schwimmer, den man auch gut mit Geflechtleine angeln kann. Schnur schwimmt dann oben. Eine schöne Pose so, ja, zum Zanderangeln, Hechtangeln. Bloß weil das Hechte sind, braucht man ja nicht immer riesen Posen. Und der Köderfisch, wenn man die Schwimmblase nicht kaputt macht, der geht trotzdem unter durch das Blei, durch den Stahldraht, hat kaum Tragkraft. Also wirkt sich also auf die Pose nicht aus. Aber wenn man auf dem Hecht angelt, müssen das nicht immer solche Proppen sein. Weil er soll ja auch so wenig Widerstand wie möglich haben, wenn er nimmt. Ich werde jetzt aber mal so eine grundsätzliche grobe Montage bauen, dass ihr nicht so viel Tüdel bekommt. Das macht, glaube ich, Sinn. So, Stopper habe ich verpackte mit, aber das muss nicht. Hier habe ich auch irgendwo Stopper. Da muss ich nur aufpassen, dass ich diese Dosen hier nicht umkippe. Und dann könnt ihr einen Fluchen hören. Fadenstopper. Nehmen wir einen Faden, den ziehen wir nach oben ab. Sitzen da richtig stramm drauf. Den ziehen wir stramm. Und jetzt hält das Ding schon richtig gut. Die Enden werden jetzt nicht ganz kurz abgeschnitten, aber ein bisschen einkürzen müssen wir die. Schere. Mann, ist dieser Arbeitsplatz so hintereinander. Muss von der Länge so sein, dass man die dann noch mal wieder nachziehen kann. Wenn man die unten durchläuft. Ohne Perle dazwischen. Läuft jetzt der Faden bei den meisten Posen durch das Öhr durch. Und da braucht ihr den eigentlich gar nicht drauf machen. Der soll ja abstoppen. Jetzt brauchen wir eine kleine Perle. Wichtig ist nur, oh, komm her, dass diese Perle ein Öhr hat, dass dann nicht über den Knoten überläuft. So, das ist jetzt so der Zwischenstopper. Dann nehmen wir jetzt, nee, ich habe doch hier eine Pose gehabt mit Wirbel. Das geht auch fantastisch. Dann zieht ihr einen Wirbel auf die Schnur. Der darf auch ein bisschen kleiner sein. Ich habe den jetzt nur mal groß gewählt, damit ihr das auch erkennen könnt. Jetzt brauchen wir ein Blei. Auf der Pose steht jetzt 12 Gramm. Das heißt, wir hängen dann da so ein Blei ran. Ich würde mal sagen, so grob 10 Gramm. Das soll jetzt ein 10 Gramm Blei sein. Ich dachte, da kam Fisch in Bewegung, aber das war der Wind. So, Blei mit einer Einführung. Muss dann nicht unbedingt eine Gummiperle dahinter, aber das hat dann ja nicht jeder in der Tasche. Und Gummiperlen, Pflichtprogramm. So, Gummiperlen sind ganz weich als Stoßdämpfer, Pose, Blei. Diese Gummiperlen hier, na, das geht dann ganz gut. Da steckt ihr einfach die Schnur durch und dann zieht ihr eine runter. Man kann auch gleich zwei runterziehen und das ist auch gut gemacht. Das ist nicht so, dass diese Drähte sich dann so eng zusammenlegen. Also da kann man sehr gut mit arbeiten. Gummiperle drunter als Stoßdämpfer. Wirbel, ich greife da einfach mal hin. So, ich sag mal so, für die normale Angelei eine Wirbelgröße so, ja, 6, 8. Da kommt man gut mit hin. Und das Ganze wird dann da angeknotet. Aber der Clou kommt gleich noch. So, monophile Schnur, ganz normaler Clinchknoten hier. Ein paar Mal rum. Bleibt unten die Öse, die Schnur durchstecken. Dann zieht man das langsam zusammen. Schnelles Ziehen macht die Schnur kaputt. So sieht das Gelumpe jetzt aus. Muss ich hier aufräumen, Olli, oder Chris hat einigermaßen eingefangen? Ich packe das mal weg. So. So, das hängt jetzt da alles auf einem Haufen rum. Jetzt nehmen wir einen Angelhaken, dann zeigen wir den Trick auch nochmal. So, Angelhaken. Finger dazwischen halten und dann kann man den so auseinanderwickeln, ohne
Tüdel. Den hänge ich jetzt hier mal ein. Immer einmal checken, ob der Knoten gut ist. Und auch wichtig, ob die Schnur hinterm Hakenplättchen liegt. Also die Schnur muss immer Richtung Hakenspitze zeigen. Dann hebelt der auch. Das passiert häufig mal, dass sie da nicht überprüft sind. Und dann, geht jetzt trotzdem, aber meistens nicht. Dann kann man den Fisch besser haken. Dann mache ich mal diesen Wirbel auf. Hänge die Schnur da ein. Und jetzt sieht die sogenannte Montage ja so aus, ne? So, Pose, Blei, also Stopper, Pose, Blei. Das Problem ist jetzt, wenn die Angel jetzt rausgeworfen wird, das Blei, das ist ja das meiste Gewicht, das fliegt immer voraus. Oh, da kommt die Ramme wieder. Olli, es gibt sie noch. Bin ich begeistert. Wir dachten, sie wäre weg. Ich habe das Gefühl, die haben sie extra hier 40 Meter von uns entfernt aufgebaut. Jetzt fliegt das Blei voran. Ihr werft aus. Und durch diesen Widerstand, Köder, legt er sich hier über die Schnur und dann treibt die Pose immer auf dem Kopf durch die Gegend. Kennt jeder. Kann man abändern. Brauchen wir einen Bleischrot. Nehme ich mal eine Nummer größer. Und das Bleischrot muss jetzt unter die Pose. Jetzt hänge ich mal den Köder. Lass ihn mal so hängen. Guck mal, hier oben das Blei, da der Köder. Und das Bleischrot muss dann so raufgekniffen werden, dass der Köder die Pose nicht mehr berühren kann. Und dann habt ihr keine Verwickler mehr, wenn ihr das auswerft. Und das dann so am Grund liegt, die Pose ordentlich ausgebleit ist, haben wir so diesen Effekt, Blei liegt so knapp am Grund, Pose guckt so weit raus, und das ist der Köder. Und wenn der Fisch jetzt den Köder nimmt und damit losschwimmt, unweigerlich hebt er das Blei dabei an. Und dann habt ihr auch diesen Effekt, dass es so ein richtig schöner Biss wird, ist dann erfolgreiches Posenangeln. So, Posen erklärt, ich hoffe einigermaßen mit Plan, den lasse ich dran. Das ist so ein Wetter, da muss auch ein Fisch beißen. Also hier geht auf jeden Fall nichts. Und jetzt fahren wir noch mal dahin, wo ein bisschen richtig Strömung drauf ist. In der Hoffnung, dass er einen Aal beißt. Das will ich noch mal versuchen. Und wenn das nicht geht, glaubt mir, werden mich auf jeden Fall die Krebse piesacken. Aber ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Wir müssen jetzt irgendwie eine Viertelstunde Auto fahren. Dann fange ich euch noch einen Aal oder so. Oder einen Krebs. Oder einen Stint. Boah, ist das hier nicht herrlich, Olli? Jo. Jetzt sind wir in der Tiden, Alter. Man muss dann ja noch schon mal einen Platz wechseln, damit ihr seht, was wir in Nordfriesland auch alles so vor der Haustür haben. Das ist schon reichlich. Das ist quasi schon Nordsee hier. Ja, das ist, kann man von hier fast sehen. Und ja, schon echt ein bisschen Dampf auf dem Kessel. Hier ist echt Schwimmung. Glaub mir, ich werde über die Wollhandkrabben fluchen. Krabben ohne Ende. Ordentliche Bleie mit. Ja. So, 95 Gramm hier. Das ist gut. 85 Gramm, sorry. Das ist egal, ob wir hier 400 reinwerfen oder 100. Das rollt alles weg und bleibt irgendwo an der Kante liegen. Ich hoffe, dass ich hier nicht so viele Hänger bekomme. Wir haben ablaufendes Wasser. Ich überprüfe die Vorfächer mal, weil es beim Krabbenangeln so kann man das bitte. Olli lacht doch nicht über mich. Du weißt doch, was ich meine. Ja. Beim Aalangeln nerven die Krabben ja ganz schön. Da muss man dann die Vorfächer mal kontrollieren. Sonst hat man irgendwann einen guten Fisch drauf und der ist dann ab. Ja.
lasse ich mal gezielt ablaufen. Mache ich mal so. Freilauf. Oh. Den stelle ich jetzt mal so ein, dass wenn da der überall kommt, dass er dann noch ein bisschen ziehen kann. So, dann habe ich die Angeln im Wasser. Wollen wir mal gucken, wann der erste Krebs kommt. Ja, wir haben ja eben angesprochen hier in Nordsee-Nähe. Nordsee kann man fast sehen. Ja, ein Stück ist es schon noch, ne? Das sind ein paar Kilometer. Es ist so, dass wir in Schleswig-Holstein. Guck mal hier. Das ist kein Biss, da ist irgendwas reingetrieben oder so. Schauen wir mal gleich weiter runter. So, ich versuche mich jetzt ja richtig zu formulieren hier, ohne Gewehr, aber das wird dann schon so ungefähr so passen. In Schleswig-Holstein ist es so, dass es Wollhandkrabben geht. Der Haken ist ab. So. Mann, oh Mann, oh Mann. So, Aalfangverbot, Schleswig-Holstein. Außerhalb der Deiche, sprich freie Nordsee, Ostsee, haben wir ein komplettes Aalfangverbot für die Hobbyfischerei. Da stehen noch teilweise Reusen. Das verstehe ich niemals, dass ein Nebenerwerbsfischer das dann noch darf, aber das ist auch alles egal. So, außerhalb der Deiche, Nord- und Ostsee, Aalfangverbot. Die Eider ist in. Es gibt da unten ja noch einen Deich, Eidersperrwerk, dürfen wir noch angeln. Also alles, was im Land liegt, da dürfen wir in Schleswig-Holstein noch auf Aale angeln. Und Mindestmaß 50 cm, kann man ja auch noch mal sagen. Sprich, hier dürfen wir noch. Der Husumer Hafen als Beispiel, das ist eine Schleuse davor. Im Husumer Hafen darf man noch auf Aale angeln. Außerhalb des Hafens nicht mehr. Und eigentlich ganz einfach, ne? So, ich habe an allen Angeln Krebsbiss. Aber da muss ich durch. Haken fast blank. Deshalb hier ganze Tauwürmer ist Verschwendung. Da kommt immer nur ein halber drauf. Und ich habe eben Wasser geholt, damit ich dann immer schon mal das Blei sauber machen kann. Trick habe ich euch schon mal gezeigt. So, und wenn der Köder nicht so groß ist, dann sehen die Krebse den ja auch nicht so gut, ne? Hier muss man die Aale zwischen den Krebsen suchen. Boah, das wird jetzt ein mattigen Kram hier. Ja, ja, hinterm Stein. So, das Ding einmal für die Brust, Christian, das ist aber auch bedient. Ja, der Verzweiflung nah, ne? Wir sind kurz davor, unser Ziel ist Fisch, nicht ohne Fisch. Aber ja, schon, also eigentlich genug erlebt, ja. Eigentlich wäre die Belohnung der 85 cm plus all. So, wir haben schon mal abmoderiert, wir wissen aber nicht, ob der Ton an war. Dann mache ich das jetzt nochmal. Das Licht ist hier so gut wie verschwunden. Ich habe die erste Angel schon, ja, da habe ich das Blei schon abgenommen. Hier rubbelte das jetzt nochmal, dass der Film hier zwei Dosen Würmer später und minus zwei Päckchen Haken. Das fühlt sich gut an, aber das war auch ein Krebs. Also unser Ziel ist Fisch geht weiter. Es war ein echter Durcheinander-Tag. Aber danke euch fürs Zuschauen. Und da kommen, ihr wisst ja,
Na, ab und zu gibt es auch mal einen ordentlichen Fisch und gibt mal einen kleinen, aber wir gehen angeln und dabei passiert das. Und die Posen haben wir erklärt. Ich hoffe, das ist einleuchtend und ich habe da so echt drüber nachgedacht. Wir haben schon ganz häufig Posen und Montagen erklärt. Ich weiß jetzt nicht, wir haben so viele Teile da mittlerweile gemacht an Filmen. Ich weiß nicht, welche Montage in welchem Film ist, aber so ein kleiner Tipp soll dabei immer rüberkommen und die sind eigentlich auch da. Aber ihr wisst jetzt hier, oben dick Strömung, oben schlank stehendes Wasser oder ruhigeres Wasser geht besser. Und ja, wir machen weiter und wir schnacken. Bye.